Moin Moin Leute, herzlich willkommen zum Donnerstagrennen in Frankreich. Wir sind eben gerade Kanada gefahren. Lux schreibt gerade yo, weil ich gesagt habe, was ist, wenn der Chat schreiben kann. Herzlich willkommen Lux auf YouTube, Digga. Toto Wolf, der Allerechte. Ja, wir sind gerade gefahren. Wir haben gewonnen, wie man ja sieht. Habt ihr ja auch am Dienstag, wenn ihr es geguckt habt, das Video schon gesehen. Im letzten Rennen. Wir fahren jetzt das zweite. Wir nehmen jetzt gleich das zweite auf. Eben gerade, ihr habt es ja mitbekommen, ich habe ja gesagt, vom Kanada-Rennen Regen okay. Jetzt Regen nicht okay. Absolut nein. Wir müssen uns bei Trocken schon ein abkämpfen, weil die Jungs waren im Time Trial bei Trocken schnell. Und zwar really quick. So, also werden wir gleich mal sehen, wie wir das hinbekommen und wie wir das machen. Sepp habe ich gerade gesehen, ist leider ausgeschieden im letzten Rennen. Ich kann auch mal schnell schauen. Sepp hat seinen Ferrari in der Wand geparkt. Jo. Das war nichts, das war ein Satz mit X. Kriegen wir aber hin, Freunde. Und dann, moin YouTube. moin, ja, wusste ich ja. Und dann werden wir gleich schauen. Wie gesagt, wir hoffen auf Trocken. Wir werden gucken, was geht. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann werden wir mal schauen. Martin hat gerade Pause, Start gedrückt. Dann drücke ich jetzt auch Start. Session beginnt in 28 Sekunden. Außer Luca drückt auch Ready. Das, tut er. Okay, dann werde ich jetzt auch nicht... Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns gleich bei der Reifenauswahl, aber das lassen wir jetzt so. Okay, wir kriegen schon mal Reifen für Trocken. Kurzes Quali. Das ist jetzt erstmal gut. Aber das hatten wir eben in Kanada auch. Und dann haben wir verdammt nochmal beim Start 10 Minuten Regen bekommen. Oder 15. Wir hoffen... Wir gucken jetzt gleich mal das Wetter an. Wir hoffen auf Qualifying Trocken. Davon sieht es ja nach jetzt aus, weil wir haben gerade Trockenreifen bekommen. Und wir hoffen auf Rennen Trocken. Ach, ein trockenes Rennen wäre jetzt echt gut für uns. Dann haben wir eine Chance. Regnet, haben wir keine Chance. Bin ich fest von überzeugt. Weil ich weiß nicht, ob die ein Regen-Setup haben, die Jungs. Aber ich habe es in Regen 0,0 geschissen bekommen. Weder mit einem Regen-Setup noch mit unserem Trocken-Setup, was ich auch probiert habe. Aber es hat nichts funktioniert. So, beten. Sonne scheint. Session-Info. Sonne scheint im Rennen. Okay. Okay, Freunde. Dann bin ich aber mal sowas von am Start jetzt. Dass es läuft. Erstmal einen Schluck aus der Monsterdose, Digga. Und nein, falls einer fragt, ich krieg vom Monster nichts, ich muss mir das Zeug selber kaufen. Und falls Monster das sehen sollte, ihr dürft euch gerne bei mir melden, Digga. Ich mache jede Werbung der Welt, die ihr wollt. Ich laufe auch von mir aus als eine Monsterdose die Straße runter. Hauptsache, ich krieg Dose umsonst, Digga. Grüße gehen raus. So. Ja, Setup-Laden, Digga, das wollte ich. So ein Ding ist das. So, Frankreich trocken. Jo. Mal gucken. Ja, 2,6, Digga. Das ist ein Setup, wie ich es fühle. Flügel 2,6. Also Flügel, wenn man es hart nimmt, eigentlich nein. Aber für Michel, ja. So, wir sind schon Schwitzer draußen. Vettel ist draußen. Oh, Entschuldigung, Sebastian. Du bist kein Schwitzer, Digga. Da ist der NNS noch drin, Digga. Nee. Aber ich glaube, Martin fährt raus, oder? Wenn er angezeigt wird. Der ist in der Outlap, steht da. Hä? Kameraperspektive, Martin, Digga. Mercedes hat gesagt, keine Bilder von mir. Ah, da ist er. Er fährt auf Mediums raus. Das fühle ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Das fühle ich jetzt nicht, glaube ich. Weil, warum? Es bleibt trocken. Er muss eh wechseln. Ja gut, dann hat er natürlich nachher die Softs. Ja, okay, doch. Ja, er hat natürlich nachher das leichtere Auto und die Softs, was er natürlich dann pushen wird. Ja, okay. Okay, ja, doch, okay, okay. Ich fühle es doch, Digga. Ich fühle es doch. Ist Luca draußen? Ich fühle es doch, Freunde. Ich fühle es doch. Naja, Luca wartet anscheinend. Wollen wir mal ein Fake machen? Ach nee, wir können nicht mit Hart fahren. Schade. Ich wollte gerade sagen, wir machen mal ein Fake und fahren mal eine Runde mit Hart, aber geht leider nicht. Okay. Das wär's jetzt. So ein Fake auf Hart, ne? So ein Fake auf Hart und dann mal noch lassen und dann am Ende so eine Softrunde rausklatschen, Digga. Da lang sagt er geht's. Wir müssen die Boxeneinfahrt gleich auch hier in Frankreich nochmal üben. Denn die... I don't know who is the entry.
Wow. 100% Diff, klar, volle Ladung, ja. Warum, Lux? Was hättest du genommen? Fünfzig, okay. Digga, ich fahre auch im Rennen so. Steuermann, moin. Versuche es. Digga, war das jetzt gerade der Ernst von Kwiat? Ich hab Gas gegeben, Digga. Ist aber noch Zeit drinne, Jungs. Ist noch Zeit drinne. Vor allem Sektor 1. War halt nicht so stark. Muss man sagen. Aber ich hatte auch noch die Überholung von Kwiat. Darum war die Linie hier auch nicht so gut. Hier geht auch schneller. Aber Kwiat findet mich auch eh scheiße, muss ich dazu sagen. Digga, ich hab Angst vor Strafe in der Boxenkasse, ne? Lux, was sagst du? Geht die wirklich fit oder eher nicht so, Digga? Hey, warte mal, jetzt ist Martin auf einmal auf Soft. Lux, sagst du wirklich, die geht wirklich stabil oder eher nicht so?
Oder sagst du 1,29 muss? Digga, mach das Gepiepe aus! Hart nervig, Digga. So, wir schauen mal die... Ja, okay. Sektor 1 war ich nicht schnell. Das habe ich aber auch sofort gewusst, Digga. Ich bin auch scheiß rausbeschleunigt. So, wir sind 7/10 schneller als Martin. Aber da wird mir jetzt angezeigt auf Mediums. Wo ist denn Luca? Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. Luca ist noch keine gefahren. 29 muss wegen Kwiat. Und ein Sektor ist noch ein bisschen Zeit, wie gesagt. Ja. Okay. Okay, also fahren wir noch safe eine raus. Was sagst du, Digga? Was ist das für ein scheiß Gepiepe? Mach das Gepiepe aus, Digga. Wollen wir noch eine zweite auf dem Satz und dann noch eine dritte Runde auf neuen Softs? Oder wollen wir gleich auf neue Softs gehen? Theoretisch können wir drei, schaffen wir drei Runden. Einfach pushen, Wex, moin, Digga. So, Martin ist in der Outlap aufs Mediums, aufs Softs. Rein in die Olga. So ein Ding ist das. Ich hau noch mal einen neuen Monster rein, Freunde. Es gibt noch mal 100 PS, hat Wex mal gesagt. Pass auf, wir machen das so, Digga. Wir fahren jetzt noch mal eine auf demselben Satz. Martin ist gerade vorbeigeballert. Wir fahren nochmal einen Satz auf demselben, eine Runde auf denselben Satz. Dann fahren wir rein und holen uns nochmal neue. Wir tryharden. Entweder haben wir auf unsere Softs eine zweite. Yo! Luca ist schneller, Digga. Okay, alles klar. Entweder hauen wir auf unsere Softs jetzt noch eine zweite Runde drauf. Plan G, okay, alles klar. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Okay. Machen wir Plan G. Wir noch mal ein bisschen spritlos werden. Okay, jetzt hat Martin es auch überholt. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt richtig schlecht gerade.
Box. Ich hätte die Runde abbrechen sollen, ne? Okay. Hey, warum haben wir da nicht gleich Plan C gemacht? Wex, oder war das nur der Fake? Digga, ich weiß ja nicht, wer hier in der Box gerade mit seinem iPhone spielt und sich gerade neue Klingeltöne aussucht, ne? Aber der soll unbedingt aufhören damit, Digga. Das Piki-Piepe geht ja hart auf den Sack. So, wir brauchen jetzt schnell einen neuen Satz. Kommt schon! Der Fake-Call. Ah ja, verstehe, Digga. Kommt schon, neuen Satz. Hör auf, Beeilung, Jungs! Pack das scheiß Ding wieder weg! Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. So, komm! Digga, ab hier! Ja, mach den Bildschirm weg. Komm. Attacke, Digga. Wie Hamilton immer mit keinem Grip. Ja. Und am Ende sind die Reifen immer noch top, Digga. So ein Ding ist das. Sekunden in dieser Session. Thank you.
muss zugestehen, das hat mich jetzt irritiert, Digga. Weil er auf der Außenbahn war und ich nicht wusste, ob er reinzieht oder so. Komm schon! Was? Ja. Ah. Martin auf P1. Gute Runde. Kann man nicht anders sagen. Aber ich muss auch echt, also ohne Scheiß, als ich da rausgekommen bin, aus der rechts, aus der engen, im zweiten Gang, dritte Gang, dann habe ich rollen lassen, weil ich nicht wusste, wo ist er, wo ist gelb. Und dann rollt er da außen lang und man muss ja die Außen so mitnehmen und damit man voll durch kann. Das hat ein bisschen gekostet, hat man noch in der Zeit gesehen. Wir waren mit 1,4, 1,5 Zehntel minus und als wir da raus waren, waren es dann nur noch 0,7 oder so. Und dann fehlt dir natürlich auch der Speed auf der Geraden dann, wo er erst kommt. Ja, aber gut, okay. Die Runde war trotzdem stark, Digga. Ob wir die gekriegt hätten, weiß ich nicht. Wieder nur P2, Digga. Keine Pole heute. Aber auf den neuen Satz Softs nochmal eine schnellere Runde. Heißt, wir können mit denen starten. Das ist gut, Digga. Das ist gut. Das war ja eigentlich unser Ziel. Mit den zweiten haben wir es ja nochmal probiert und dann haben wir uns ja nochmal neue geholt. Ja, war okay. Martin, starke Runde. Muss man ja auch zugestehen. Eine 1,29,1 ist echt eine starke Runde. Wir müssen eigentlich mal gucken, wie es im Rennen ist. Der wird das ja nicht im Rennen durchziehen können, so. Da, denke ich mal, haben wir dann unsere Chancen auch, so. Das ist meine Hoffnung. Wir werden gleich mal gucken. Luca ist auch nur... ja, 4 Zehntel. 4 Zehntel hinter uns. Mhm. Wo ist Sepp? Sepp ist auf 6, okay. Nee, gut, Freunde. Gut. Passt. P2, wir starten vom P2. Kurve 1 wird gleich richtig messihaft. Da werden wir mal sehen, was Sache ist. Kurve 1, 2 wird eine ganz, ganz, ganz heikle Nummer. Aber das sehen wir gleich, wenn es zum Rennen geht. Und wie es dann startet, ja? Haut rein. Bis gleich. Hey, Leute. Da sind wir. Kurz vorm Rennen. Eben gerade noch ein bisschen gestruggelt. Einmal nochmal schön den Erleichterungspipi losgelassen. Wir fahren 27 Runden. Ich nehme 2,5 Runden mehr Sprit mit, Freunde. Ich werde es versuchen. Den Rest lassen wir so. Soft, soft, medium. Ja, können wir machen. Ich war gerade überlegen, ob ich soft, medium, soft mache. Aber ich glaube, soft, medium... Ja, ehrlich, Digga? Soft, hard geht. Ace RL. Herzlich willkommen. Oder erst... Doch, Ace RL. Herzlich willkommen, Digga. Ja, aber hart fühle ich nicht, Digga. Soft, medium, soft habe ich auch eben gedacht. Bin ich so oft gefahren, okay. Ja, ich fühle die harten einfach nicht, Digga. Ist ganz okay, jenes sein. Ja, ich werde 2-Stop fahren, denke ich. Doch, das denke ich auch. Rex hat recht. Soft, ja, okay, wir gucken gleich mal, wie es läuft. Lux. Wir gucken gleich mal, wie es läuft. Vielleicht fahren wir sonst wirklich, hast du recht. Wir können ja ändern, dass wir sonst auf die Mediums gehen. Und schauen, wir schauen erstmal gleich, wo wir stehen. Wie der Stint ist. So. Und dann gucken wir mal. Ja, können wir machen, Digga. Können wir ja noch ändern, ist ja kein Ding. Und dann gehen wir am Ende nochmal auf Soft, Digga. Ja, gut. Ja, aber das machen wir schon, Digga. Aufwärmen. Vergiss nicht auch die Bremsen aufzuwärmen.
Oh jo, Freunde. Shoutout an Felix the Master, der seine Reifen so auf warm macht. Das ist Felix da. Grüße gehen raus, Digga. Grüße gehen raus, mein Freund. Felix kriegt nämlich immer gefühlt einen heimepileptischen Anfall, wenn er das macht. Alles gut aus. Bist nicht mehr auf Xbox? Doch, Digga, doch, doch, doch. Aber diese Meisterschaft hier mit Luca und Martin zusammen spielen wir auf dem PC. Aber mein Lead-Ding ist immer noch Xbox, Digga, klar. Okay, was hat Martin für einen Auftrag? Doch, doch, ich spiele meistens immer noch Xbox. Aber das hier ist halt jetzt so. Luca hat keine Xbox und wir wollten was zusammen machen. Das hier wird ja auch auf YouTube aufgenommen. Also, Ace, du bist auf YouTube. Herzlich willkommen. Das Rennen wird am Donnerstag veröffentlicht. Ausrufezeichen YouTube in den Chat für den Channel, falls dich das interessiert, Digga. Und dann, ja, sieht man das da, aber. Ja, ja, Digga. Das ist jetzt nur hier auf PC. Ich würde mich jetzt gerne, wenn es echt wäre, leicht schräg schon reinstellen. Weil Luca wird gleich schnell starten. Aber Luca wird ja, wenn dann, denke ich mal, versuchen, rechts und an Martin vorbei zwischen uns. Und das hätte ich gern zugemacht. Jetzt muss ich ziehen lassen. Das hätte ich gern zugemacht, aber... Wir hauen mal raus. Abo und Glocke ist so, Digga. Das war... Den haben wir uns geholt. Wollen wir mal schauen hier, Digga. Okay. Ja, ich spare jetzt mal gerade so ein bisschen. Wir werden es noch brauchen.
Bei Martin wird uns das Leben nicht leicht machen. Wow. Digga, ich lasse ihn die komplette Innenseite und er lässt sich raustragen. Das war jetzt ein bisschen lost irgendwie. Gefühlt. Das war uncool. Ja, cutte doch noch mehr, Digga. Vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Mediums? Wow. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen.
Hallo? Nice! Undercut! Digga! Okay, alles klar. Was war das denn jetzt? Wir kommen voran. Digga, das war gerade mit Stwall, war das gerade irgendwie anders creepy. Wir lassen ihnen super viel Platz in der Schikane. Fahren zu zweit durch die Schikane. Voll geil eigentlich. Und dann ist er der Meinung, ja, ich zieh jetzt mal doch drüber, Digga. Erstmal schon mal ändern, dass wir als nächstes Softs haben wollen.
Weil wir kennen doch das Spiel. Wir kriegen sonst wieder Mediums. Keine Ahnung. Ich sollte in Runde 6 rein und 17. Also, ich denke mal so 11. Irgendwas kam mit Martin und Raikön gewesen. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,6 Sekunden. Habe ich gemacht. Aber ich habe mir den Platz gleich wieder geholt. Freunde, was sagt ihr?
Das sind sie. Digga, was ist das denn, Martin? Genau. Bei der Dive Bombs kommst du dann raus, Digga. GG. GG. Ich muss den Platz machen. Weil sie in die Box wollen. Okay. Digga! Ja. Freunde, was sagt ihr? Runde 16 rein? Doch nochmal auf Mediums?
natürlich aufs Fahren. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Wilde Moves, hm. Leute, was sagt ihr von Runde 20 Rheinsoft? Oder Runde 19 Rheinsoft? Jetzt war gerade der Ton kurz weg. Ich würde 19 reinfahren, Leute. Acht Runden auf den Softs kriegen wir easy hin. Acht Runden nicht heftig auf Softs? Keine Ahnung, Digga. Bleib an ihm dran. Vielleicht macht er einen
So, Martin will jetzt die den Undercut. So, mein Schock aus der Monsterdose, Jungs, ihr wisst es. Los, fahr jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strecke. Komm schon, komm schon! Ja, Mann! Attacke, Digga! Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Noch aus.
zum Teamkollegen beträgt 37,5 Sekunden. Ja, Mann. Ja, Mann. So weiter, Freunde. Und wir sparen am Ende sogar noch Sprit zwischendurch. Hoch. Die sind noch gut, Digga. Das Ding holen wir uns. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten.
Das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir hin. Boah, also wirklich. Der Undercut-Versuch von Martin war gut. Wir haben es halt wirklich geschafft, auf den Mediums noch eine gute Inlap dann zu fahren. Und haben es halt so durchgekriegt dann. Dass wir knapp, aber vor ihm geblieben sind. Dann hat er uns überholt. Wir sind aber gut dran geblieben. Und haben dann direkt gekontert. Auf der Gegengeraden. Und da hat er dann auch nicht so viel Chance, großartig was gegen zu machen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, ja, frage ich ihn. So wie die Reifen jetzt aber sind, sage ich euch ganz ehrlich, hätten wir easy in Runde 17 reingekonnt. Ja, Mann! Grazie ragazzi! Oh, Digga. Oh, was ein Rennen, Digga. Was ein Rennen, Digga. Das war nice. Geiler Fight mit Martin. Wirklich geiler Fight mit Martin. Das eine Mal reinbremsen habe ich nicht gefühlt, Digga. Weil ich musste ja Platz machen wegen den anderen. Und dann bremst er sich rein, lässt sich super dort austragen. Dadurch war er auch mega schnell und hat dann ja die Kurve auf Stadtziel auch nicht gekriegt. Er war ja links komplett neben der Strecke. Aber vielleicht war das aus meiner Perspektive auch einfach anders als aus seiner. Vielleicht war bei ihm die Lücke einfach so riesig, dass er da rein musste. Aber ich bin der Meinung, er hätte innen bleiben müssen. Denn wenn wir einfach nebeneinander gefahren. Egal. Er hat uns nochmal überholt. Wir haben gewonnen, Digga. Was soll der Geiz? Champagner für die NUTTEN, Digga. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Oh, Leute, Digga. Puh, hart. Aber ich habe noch gesagt, Freunde, vor dem ersten habe ich noch gesagt, Leute, die Jungs sind schnell geworden. Die Jungs sind schnell geworden. Ich habe es noch gesagt. Wer das Dingsrennen gesehen hat in... Wer das Rennen gesehen hat in... am Dienstag in Kanada... Der wird das mitbekommen haben. Und die Jungs sind schnell geworden. Die sind schnell geworden. Ich hatte im Kanada-Rennen den Fight mit Luca. Ich hatte hier den Fight mit Martin. Anderer Struggle. Luca hat noch eine Strafe bekommen. Wir können ja mal gucken, Digga. Ferrari beendet. Okay, zack, 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 zack. Wir müssen mal gucken. Achso, Ereignisse. Streckenbegrenzung überschritten, Warnung. Streckenbegrenzung überschritten, Warnung. Rase in der Boxengasse. Na. Nicht erfüllte Strafe, 5 Sekunden, okay. Ich habe zweimal eine Verwarnung für Streckenbegrenzung geschritten bekommen. Ja, Mann, si ragazzi. Okay. Forza Ferrari. So ein Ding ist das nämlich, Digga.
Ja, okay. Zwei Strafen habe ich gekriegt, ja. Oder Verwarnung. Würde ich gerne nochmal, muss ich mir im Nachhinein nochmal angucken, wo ich die bekommen habe. Habe ich nicht gesehen, Digga. Habe ich nicht gesehen. Okay. Trotzdem, mega nice, Leute. Mega, mega nice. Geiler Fight mit Martin. Die KI war leider wieder anders lost. So. Aber das ist halt das Ding, Freunde, ja. Egal, wir stellen sie, denke ich mal, jetzt hoch. Und dann geht's weiter. Haut rein, Leute. Ja, macht keinen Quatsch. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Strecke. Müssen wir mal schauen. Lasst euch überraschen. Haut rein, Leute. Bis Dienstag. Ciao.